Da ist das Bötchen. Ich gehe jetzt zum Bötchen. Habe ich jetzt so spontan beschlossen. Da ist ja schon wieder jemand. Du sollst hier nicht in den Wald kacken. Hast du kein Benehmen? Das macht man nicht. Das ist unanständig. Was ist das für ein Geräusch? Sollen das Fliegen sein oder was? Hä? Jetzt ist es weg. Mhm. Oh mein Gott, da rollt der Kopf. Soll ich zur Yacht schwimmen? Ob das eine gute Idee ist? Gut, ist mir eigentlich scheißegal, ob das eine gute Idee ist. Ich mach's einfach. Liegt auch wieder ein Kollege rum. Klar, drauf geschissen. Ich schwimme da jetzt einfach hin. Habe ich eine Cola gefunden? Nö, aber noch ein Snickers. Perfekt. So. Na dann. Auf geht's. Was, kann man eigentlich so tauchen? Irgendwie nicht, oder? Boah, ja, platziert sie doch mitten im Ozean. Noch so 10 Kilometer weit weg. Kommt hier irgendwo jemand? Nö. Perfekt. Wehe, darauf gibt es jetzt nicht irgendwas total Spektakuläres. Ach, ich mochte die Zeiten, als die Flairgun noch leicht verbuggt war. Das waren schöne Zeiten. Hallo, kannst du mal da... Bist du zu blöd oder stellst du dich... Hä? Was tut er? Und wieso kommt er da nicht drauf? Okay. Jetzt. Kassettenplayer. Alles klar. Eine andere Axt, ein Schädel... Feder. Seil? Noch ein Schädel? Feder. Das war's? Ernsthaft? Das war's? Okay. Kombinieren mit dem da. Remove. Play. Yeah. Yeah. Okay. Wuhu! Platsch! Ich lass die Musik jetzt einfach mal wirken. Ein wasserdichter Walkman. Sowas hätte ich mir früher auch gewünscht. Schon wieder Koffer? Oh Mann. Hey, ein Häschen. Komm zu Papa. Komm zu Papa, habe ich gesagt. Ah. Komm her, Junge. Nein. Ich glaub's ja nicht.
Ein Varan. Ich verfehle ihn. Jawohl. Ich hab was zu essen. Wenn da mal die Musik nicht passt. Noch einer. Komm her. Container. Bam. Was ist denn, wenn ich mein einfach in so einem... Boah, Alter. Ja, danke. Was ist denn, wenn ich mir einfach in so einem Container was baue? Sofern das geht. Bleib hier. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich probier's einfach. Gibt's hier was zu holen? Nö. Okay. So, hier liegen wieder irgendwelche Elektrochips-Dinger rum. Gibt's hier was zu holen? Ein Stein. Geil. Theoretisch müsste man sich doch... Das probieren wir gleich mal aus. Sollte das funktionieren, dann habe ich meinen neuen Unterschlupf gefunden. Das probiere ich jetzt instant aus. Da kenne ich nichts. Das funktioniert. Wie geil ist das denn? Rotaten? Aber ich wette, die Spackos können hier durchrennen. Bei meinem Glück. Das Hauptproblem ist, glaube ich, gerade eher was anderes. Und zwar, dass ich einen übelst langen Weg habe. Okay, war eine Kackidee. War eine richtige Kackidee. Ich muss doch irgendwo meine neue Hut bauen. Nur wo? Ja, nur wo? Hier ist eine Höhle. Nee, will ich nicht rein. Ist hier nicht gleich irgendwo Dingens? So ein Lager von den Spastis? War mir nicht so? Lass doch nochmal diesen. So. Halten wir schon mal ein bisschen mehr aus. Use Leiter, wofür? Ist doch hell. Ist doch taghell, mein Freund. Da ist ein Lager von den Spackos. Komm, da gehe ich jetzt hin. Bin doch eh so gut wie tot. Nee, komm, der hat doch voll gesessen. Alter, was ist denn das für ein Strand? Kaninchenstrand mit Unterwasserkanikeln oder was? Ja, neue Art. Ich habe eine neue Art Kaninchen entdeckt. Oh, warte mal, das hat man schon in irgendeiner Folge. Komm her. Meine Fresse, bleib doch mal stehen. Och nee, wisst ihr was? Ich lass mich doch nicht von euch den ganzen Strand lang jagen. Also nötig habe ich es dann auch wieder nicht. Aber ein Lagerfeuer könnte ich mal gebrauchen. Flair, Flair, bla bla bla. Ich könnte ja mal die Axt nehmen hier. Keine Ahnung, ob die besser ist. Oder schlechter. Aber ich nehme sie. Sieht auf jeden Fall mal ein bisschen anders aus auf dem Bildschirm. So, was haben sie denn da schon wieder? Sind das Sitze aus dem Flugzeug? Campingstühle. Campingstühle? Okay, ja, haben die
paar Überlebenden wohl ein Camp gehabt. Campinggrill-Dings-Gedöns. Es hat aufgehört zu regnen. Okay. Hier liegen Koffer rum, die offen sind. Warum auch immer die offen sind. Naja, egal. Hier ist ein Tümpel. Nimm das Ding. Jetzt angel ich erstmal. Sofern hier Fische drin sind. Da ist ein Fisch. Hier sind Fische drin. Perfekt. Naja. Komm, den nehme ich auch gleich mit hier. Wie bitte? Was? Egal. Fischi, Fischi, da hinten. Nee, hier vorne ist auch einer. Oh ja. Oh ja. Mann. Klatsch. So, ich werde jetzt hier nicht von Kannibalen überrascht. Das wäre doch dezent uncool. Komm, dich krieg ich. Flatsch. Oh, dieses Geräusch, ne? So, Snickers haben wir noch eins. Perfecto mundo. So, dann ziehen wir uns noch hier die Axt rein. So in den Kiemen, nicht? Wer kennt's nicht? Mal so spontan Lust auf eine Axt. Quer in den Rachen geschoben. Völlig normales Verhalten, finde ich. So, ich glaube, ich werde mich jetzt einfach hier niederlassen. Ist mir scheißegal. Falsches Menü. Moment. Erstmal ein Lagerfeuer, weil Hunger und so. Plöpp. Natürlich fehlen Steine. Was sonst? Eins, zwei. Okay, das war ein Kaninchen. Wieso liegt hier schon wieder... Ich frage gar nicht. Nee, ich frage gar nicht. Überall, wo ich hingehe und länger als eine Minute bin, liegen Leichen. Die wachsen einfach so aus dem Boden. Das macht mir Angst. Hey, was zu essen? Ach, kacke, ich bin ja voll. Moment, bleib da liegen. Ich hol dich gleich. Hoffe ich. Ich habe keine Sticks. Wie bitte, was? Wie kommt's denn dazu, dass ich mal keine Sticks hab? Das ist immer... Wow, ein Reh? What the fuck? Kann man die essen? Stirb! Kann man dich essen? Ach, wie geil ist denn das? Man kann sie auf jeden Fall häuten. Okay. Ach, ich kann's auch essen. Generic Meat. Cook and fire to... Alter, wie cool ist denn das? Es gibt Rehe. Cool. Das ist cool. Also das ist echt mal... hier, friss einen Stein. Oder auch nicht. Ach, wie schön. Ein Reh. Das sieht auch nicht mal kacke aus. Es sieht echt mal schön aus. Moment. Oder? Also ich finde die schick. Wenn es jetzt noch aus dem Wasser säuft. Nee, es läuft uncool dran vorbei. Okay, dann nicht. So, ich glaube, mein Nahrungsproblem ist erstmal gelöst. Da hauen wir uns doch gleich mal ein Stück Reh auf den Grill. So. Es schwebt über dem Grill. Okay, das ist doof. Aber ist mir jetzt eigentlich auch egal. Hauptsache, man kann es essen. Boah, schreck mich nicht, du Kackreh. Guten Tag. Guten Tag. Oh, ich kann es essen. Es tut mir leid, ich bin ausgerutscht.
Das glaubt's mir, glaube ich, sowieso nicht. Build. Dann baue ich mir jetzt erstmal fix. Baue ich mir die Small Cabin? Oder baue ich mir so ein Gekröse hier? Ach klar, komm. Ich baue mir jetzt so ein Baumhaus-Scheiß hier. Aua! Moment, hier, Wasser. Kein Problem. So, gibt's hier wieder keinen Baum, wo ich das machen kann, oder was? Ist das euer Ernst? Ey, ihr könnt doch nicht Baumhäuser... Wow, hier geht's. Schönes Ding. Genau vorm Lagerfeuer, perfekt. Ich wollte gerade sagen, ihr könnt doch nicht sowas wie so eine Dinge anbieten. Wieso ist schon wieder meine Axt weg? Arschloch. Ihr könnt doch nicht anbieten, Baumhäuser bauen zu können. Dings, Kacke hier und so. Und dann gibt es keine Bäume, wo das geht. Fall in die Richtung. Ach, scheiße. Oh Gott, ich brauche ganz viele Baumstämme. Viel zu viele. Oh Gott, hier ist alles voller Rehe. Wo ich vorhin war, war kein einziges Tier. Und hier ist alles voll, oder was? Verstehe ich nicht. Waschbären, Rehe. Finde ich super. Hier bleibe ich. Hier lasse ich mich nieder in meinen alten Jahren. So. Und jetzt in diesem Moment, wo ich das gesagt habe, haben sich Atze Peng, King Knall und King Kalle schon auf den Weg zu mir gemacht. Hundertprozentig. Bei meinem Glück. Ich glaube nicht, dass ich noch lange alleine bin. Ich habe doch immer so Pech. So. Feuer? Wieso ist es aus? Ich weiß nicht, was die Dings bezwecken. Also hier das Fell. So, ich hau mir jetzt mal so einen Lizard hier drauf. Damit ich mal die Vögel töten kann. Nein, Federn? Wow,